So, hier möchte ich euch jetzt kurz einmal das Arduino selbst zeigen. Das bedeutet, wir haben auf der einen Seite die Software, die könnt ihr von arduino.cc wie ihr gewohnt runterladen, und auf der anderen Seite die Hardware, also das Arduino-Board selbst. Ich habe es jetzt schon angesteckt und ihr seht, ich habe da schon einen Sensor dran gesteckt, das ist der Alkoholsensor, dann reden wir gleich nachher drüber. Das da ist jetzt die Software. Ihr werdet wahrscheinlich relativ schnell bemerken, dass die vielleicht bisschen einer anderen Software ähnlich schaut, die ihr eventuell schon kennt. Also es ist eigentlich wie Processing, nur grün, und es funktioniert auch wie Processing. Das heißt, es ist derselbe Code, derselbe Syntax, den ihr für Processing gewohnt seid. Es ist jetzt, kein Job sagt, im Hintergrund dann jetzt nicht Java, sondern ihr kompiliert das in C. Ist aber egal, also die Funktionen funktionieren gleich und die fangen gleich an. Ich fange an mit VoidZ und Void, und jetzt nicht draw, sondern loop. Ist ja klar, weil da in dem Fall tut ihr in der Funktion, die immer wieder wiederholt wird, nichts zeichnen, wir keine Ausgabe machen, sondern wir lesen ja da im Loop, oder wir lassen da im Loop auf dem Board selbst was laufen. Gut. Und jetzt kann ich hergehen und zum Beispiel diese Ausgänge, die jetzt da sind, ein- oder ausschalten. Das heißt, entweder auf 5 Volt schalten oder auf 0 Volt schalten. Das heißt, ich sage einfach, Pin Nummer 13. Die Dinge sind beschriftet, das heißt, da steht da ganz klar 13. Das heißt, ich sage jetzt den Pin Nummer 13, der soll high sein. Dann mache ich einmal, lasse ich einmal kurz eine Pause machen, sage Delay und zum Beispiel 100 Millisekunden Pause, und dann soll er den Pin Nummer 13 wieder auf Low setzen. Also von 5 Volt wieder auf 0 Volt. Und wieder Pause. So. Das heißt, jetzt wird wieder alles, was da im Loop drin ist, wie wir es vor Processing gewohnt sind, im Loop immer wieder ausgeführt. Das kann ich jetzt da uploaden. Das heißt, das ist jetzt wichtig zum Verstehen. Ich werde den Code, also ich tue den Code jetzt da nicht nur kompilieren und ausführen, so wie ich es im Processing gemacht habe, sondern kompiliert eben und dann spielt er eben auf das Board drauf. Man sieht das, wenn er dann nach dem Kompilieren anfängt, dass er da wieder blinkt. Das heißt, er kriegt jetzt da die Daten über die serielle Schnittstelle, und wenn er fertig ist, blinkt er. Und wenn ich da jetzt nur die LED richtig einstecke, das heißt an Pin 13 und an den Ground, blinkt auch die LED. Und zwar mit dem Tempo, das ich da angegeben habe. Wenn ich da jetzt da angebe 500, dann sind es 500 Millisekunden, wieder Upload, dann wird es nach einer kurzen Zeit nur mehr mit 500 Millisekunden Verzögerung blinken. Und das kann ich jetzt weiterspielen. Jetzt habe ich da eine blinkende LED, aber ich habe da einen Sensor drauf gehängt, den Alkoholsensor da. Ich habe da unten mal kurz das Datenblatt von so einem Alkoholsensor aufgemacht. Ist jetzt nichts Großartiges dabei, wir brauchen es auch nicht genauer durchschauen. Er misst im Prinzip den Methanol oder da den Methangehalt in der Luft. Und der hat vier Kontakte, die sind da unten beschrieben. 1, 2, 3, 4, und da haben wir so ein kleines Nasal, damit ihr erkennen, in welche Richtung er schauen muss. Und ich brauche den jetzt da eigentlich nur an Strom anstecken, das heißt, die Kontakte 1 und 4 kriegen eine Versorgungsspannung von 5 Volt. Ich habe da herüben am Arduino einen Ausgang von 5 Volt und Ground, das heißt, 5 Volt und Ground gingen da jetzt da auf das Board drauf und gingen da jetzt zum Sensor. Und auf der anderen Seite messen wir die Spannung und haben einen Spannungsteiler, falls ihr aufpasst habt, in Elektronik, aber wenn nicht so schlimm, aber einen Spannungsteiler, und geht da mit einem Kabel zu einem analogen Eingang. Das heißt, ich messe jetzt da die Spannung, die der Sensor hergibt. Und der Sensor gibt eine Spannung zwischen 0 und 5 Volt her. Das heißt, ich kann jetzt im Arduino hergehen und kann diesen Wert jetzt messen. Das heißt, ich kann jetzt eine Variable definieren. Ich nenne es einmal Sensor oder nenne es Alt. Und die Variable soll immer sein analog read vom Pin 0. Die sind auch wieder beschriftet. Das heißt, ich brauche nur sagen, da die Spannung, die jetzt auf dem einen Pin anliegt, soll er messen. Gut. Da wird jetzt natürlich nicht viel passieren. Ich muss das auch irgendwie ausgeben. Dazu kann ich jetzt im Setup sagen, mach mal serielle Verbindung auf. Serie Beginn mit der Geschwindigkeit, mit der es ausgeben soll. 9600 Watt zum Beispiel. Und dann sagen wir da serial.println unser Kalk.
Und weil es so lustig ist, den Wert von Alt, das ist jetzt da der Wert, ein Wert zwischen 0 und 1024. Also wenn 0 Volt anliegen, also gar nichts, ist der Wert 0. Und 1024 anliegen, als Wert zurückkommt, heißt das, da liegen 5 Volt dann. Wenn ich jetzt sage, 1000 minus Alk, heißt das, je mehr Alk, desto kleiner das Delay, also desto schneller blinkt es. Machen wir da nochmal. Und fertig. Ich habe jetzt im Prinzip meinen kleinen Alkomaten bastelt. Das heißt, je mehr Alkohol ich da jetzt einblase, umso schneller wird es dann blinken. Ihr seht, sehr kompliziert ist zuerst. Jetzt lohnt das wieder hoch. Das sieht man daran, dass da wieder so die serielle Schnittstelle blinkt. Und jetzt ist er fertig. So, jetzt kann ich messen. Ich habe da einen Serial Monitor. Das heißt, die Daten, die jetzt das Arduino-Board von dem Sensor zurückgeschickt an meinen Rechner, kriege ich jetzt da einer geschickt. So, und zwar mit dem Tempo, wo wir da unten das Delay haben. Momentan aber in der Sekunde, weil wir ja nur 34 abziehen. Jetzt blase ich mal kurz nüchtern rein. Schauen wir mal, was passiert. Er steigt ganz leicht, 42, 40, tut sich nicht viel. So, jetzt muss ich mal kurz Pause machen und was zum Trinken holen. So, falls ihr euch fragt, wo jetzt in der Zwischenzeit kurz war, ich habe jetzt kurz diese hübsche Flasche Nussschnaps geholt. Und nein, ich habe jetzt nicht die ganze Flasche ausgetrunken. Aber wir werden es ja gleich sehen, wie viel ich getrunken habe. Das heißt, mit ein bisschen mehr Alkohol, mal kurz reinblasen. Ups, 300, 200 und geht wieder runter. Testen wir das gleich nochmal. Ja, funktioniert eindeutig. Ich pimpe das jetzt nur und sage, okay, 300, 200, ich komme mit dem, was ich getrunken habe, auf ungefähr 300, 400. Das heißt, ich tue das Delay ein bisschen reduzieren. Und das sollte jetzt eigentlich dann schon relativ schnell blinken, sobald ich da reinblase. Unser LED-Bild blinkt, ich blase rein. Und unsere LED blinkt viel schneller. So, jetzt konnte ich das natürlich auch noch pimpen mit einer Ausgabe, mit einem Display und so weiter und einen eigenen Alkomaten bauen. Hätte er im letzten Semester einer gebaut, kann man sich dann wahrscheinlich am Tag der offenen Tür bei uns anschauen. Gut, das war's mit Arduino. Wir sehen uns dann in der Lehrveranstaltung.